Ups. Mein Gott, das ist ein Anfänger. Und jetzt frisst ein Kamehameha. Kamehameha. Anfänger. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Zack. Steh auf. Nein, du willst also nicht aufstehen. Yes, das ist ein epischer Kampf. Zack, zack. Oh, juch, der kann aber fliegen. Was geht ab? Wow, wo kommen die denn her? Was machst du da? Wow. Ja, auf damit! Wow. Muss ich jetzt packen? Jetzt reicht's aber. Was, die Kampfläufer, die waren teuer. Ey, Quatsch, was sind das? Das sind keine Kampfläufer. Das sind Thai-Bomber. Lass die Bomber, die waren teuer. Muss ich die jetzt mit einem Kamehameha? Bam! Was für ein Anfänger. Uiuiui. Was machst du denn da? Du hast mich doch tatsächlich. Jetzt reicht's aber. Das kann ich auch. Jetzt wirst du sterben. Hier kommt der Machtgriff des Todes. Bam. Bam. Kamehameha. Also kann man Türen auch aufmachen. Das ist die neue Art von Türen. Viel stärkeren in der Nähe. Wo ist euer Meister? Die dunkle Seite benebelt euch. Ihr habt ihn vor Jahren vernichtet. Dann werdet ihr nun sein Schicksal teilen. Ein Sohn. Lauf! Lord Vader! Es werden bald mehr hier sein. Was darf Vader denn so? Der hat nur Luke, soweit ich weiß. Als ich dich fand, warst du schwach. Aber nun ist ein Hass zu deiner Stärke geworden. Endlich ist die dunkle Seite dein Verbündeter. Erhebe dich, mein Schüler. Was wünscht ihr, mein Meister? Deine Ausbildung endet bald. Es ist Zeit für die erste wahre Prüfung. Eure Spione fanden einen Jedi? Ja, Meister Ram Kota. Er greift eine wichtige imperiale Werft an. Vernichte ihn und bring mir sein Lichtschwert. Ich breche sofort auf, Meister. Der Imperator darf dich nicht bemerken. Hinterlasse keine Zeugen. Vernichte alle an Bord, die Imperialen und Kotas Leute. Wie ihr wollt, mein Meister.
So wie was? Master, ein exzellentes Duell. Proxy. Ja, du hast mich überrascht. Das Trainingsprogramm ist doch schon Jahre her. Ich dachte, es wäre längst gelöscht. Ich hoffte, sie mit einem älteren Trainingsmodul zu überraschen, um sie endlich zu vernichten. Tut mir leid, dass ich versagte. Du versuchst es sicher weiter. Tu mir einen Gefallen. Locke mich nicht so bald in... Proxy. Ah, ja. Der neue Pilot ist eingetroffen, Master. Zugriff in imperiale Aufzeichnung. Captain Juno Eclipse, geboren auf Korulak, wo sie als jüngste Schülerin aller Zeiten der Imperialen Akademie beitrat. Ausgezeichnete Kampfpilotin mit mehr als 100 Kampfmissionen. Befehlshaberin bei der Bombardierung von Kalos. Von Lord Vader zur Leitung der Staffel Schwarz 5 erwählt, später einer streng geheimen Mission zugeteilt. Ups, das habe ich übersprungen. Scheiße. Tipp mal einmal eine Taste, wird das ganze Intro übersprungen. Okay, das muss ich mir merken für das Let's Play. In Zukunft ab Videosequenzen nicht mehr Plus drücken. Das ist meine Aufnahmetaste. Okay, jetzt spielen wir den Sohn von Vader. Den zweiten Sohn. Ich kenne das doch schon. Was? Achso. Demonstrieren Sie nun Ihre Beherrschung des Machtgriffs, indem Sie das Objekt durch diese drei Glasscheiben werfen. Yeah. Ausgezeichnet, Meister. Sie können den Machtgriff auch verwenden, um ein Objekt aufzunehmen und zu werfen. Drücken und halten Sie die rechte Maustaste zum Greifen. Zeigen Sie dann mit in die gewünschte Wurfrichtung und lassen Sie die Maustaste los. Wie jetzt? So, glaube ich, oder? Was? Die muss hier, okay, die müssen sich doch opfermäßig fühlen. Ups. Das war's schon. Das war ja ein Tutorial. Proxy, gib mir das Ziel. Laut imperialen Aufzeichnungen war Ram Kota ein angesehener General während der Klonkriege. Ihr jagt Jedi. Ich bestrafe Darth Vaders Feinde. Das tut ihr jetzt auch. Fahr fort, Proxy. Meister Kota war ein Militärgenie, doch er hielt die Klonsoldaten nicht für kampfbereit. Er verließ sich auf seine eigene Miliz. Dann waren keine Klone bei ihm, als Order 66 erteilt wurde. Nach der Order 66 verschwand er. Imperialen Berichten zufolge soll er tot sein. Warum taucht er dann auf und greift das Imperium an? Er will gefunden werden. Dann laufen wir in eine Falle. Wie viele Piloten habt ihr bisher verloren? 7. Wunderbar. Koordinaten für Nashadar eingegeben. Lichtgeschwindigkeit. Sperrt die Kommandozentrale ab und bringt den Holoprojektor zum Laufen. Ja, Sir. Alle Trupps sollen ausschwärmen und die Opposition zu uns treiben. Sprengladungen auf den Ebenen 2, 5 und 12, wie geplant. General Kota, er ist hier. Hab ich euch aus dem Versteck gelockt. Das Eindämmungsfeld in Hangar 12 senken und die Männer sollen in Position gehen. Ja, General. Okay, was kommt jetzt? Ein schwarzer Bildschirm. Wahrscheinlich lädt er irgendwas oder was sowas. Oh ne, es ist nicht abgestürzt. Ja, okay. Ich bringe die Rogue Shadow außer Feuerreichweite, während ihr eure Mission erledigt. Die Scanner sollten eure Bewegungen verfolgen können. Ich halte euch via Comlink auf dem Laufenden, so gut ich kann.
Okay, los geht's. Hallo R2-D2 oder was du auch bist für einer. Hallo, irgendeiner. Hallo. Muss ich die zerstören? Ja, das sind Feinde. Oder auch nicht. Ich wette, alles da, was an Leech-Profis würde mich jetzt auslachen, wenn das keine Feinde wären. Ja. Moment. Okay, weiter geht's. Ach, das kann ich da runterholen. Mit einem Machtgriff. Nicht mit so einem, sondern mit so einem. Okay. Das kann ich bewegen. Ist da irgendwas dahinter oder sowas? Das sollte der Next Ori Geller werden. Alter, ist der schnell. Egal, ich scheiße jetzt einfach mal drauf. Die kann man nicht zerstören. Sind das Versorgungskästen oder Roboter? Gehen wir mal weiter. Das habe ich schon verstanden. Was denn? Komme aus dem Hangar. Achso, muss ich das stärker machen. Okay. Mit Vergnügen. Kame. Ah, ich offen. Okay. Okay. Yeah. Ah, ich muss die TIE Fighter zerstören oder was? Springen, ah ja, ich kann da rein, okay. Okay. Schalt dir erstmal diese Spasten aus. Zack, zack. Yeah. Und BAM! Ich kann zu diesem Let's Play nicht so viel sagen, weil ich muss mich konzentrieren, weil ich das ja blind spiele. Ja, du mit deinem scheiß Geschütz, ne? Was willst du, hä? Was willst du? Kannst du fliegen? Ach, ich bin fast tot. Das darf nicht sein. Gerade mal Level 1. Oh. Ups. Ich verstecke mich jetzt mal hinter und dann zack. Wow, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Und zack und BAM. Zack, zu oft hier, ich weiß. Ach so, ja, ich lasse jetzt mal die Feinde sein. Und zerstör diese Fighter. Ups. Das ist aber gut, es hört auf mich zu schießen. Scheiße, ich sterbe. Nein! Ah! Ich glaube, Sith Lord war ein bisschen zu hart. Der Schwierigkeitsgrad.